Tonnen von Bauschutt auf 24 Zugmaschinen, ein Wahnsinn und kaum zu glauben. Aber das ist das Wurfmaterial für einen Polterabend. Und damit hallo zu Ihrer Lokalzeit aus Bonn. Sowas hat es hier in der Region mit Sicherheit noch nie gegeben. Gut, dafür steht das frisch gebackene Ehepaar aus Loma jetzt aber auch vor einem riesigen Scherbenhaufen. Dachziegeln, Kloschüsseln und Papier aus dem Häcksler. Die knapp 400 Gäste lassen es richtig krachen. Anfangs versucht es das Brautpaar noch mit dem Besen. Am Ende müssen Radlager ran. Auch zwei Tage nach dem XXL-Polterabend in Loma sind Steffi und Uwe Schmitz noch schwer beeindruckt. Wenn man so jetzt im Nachhinein die Bilder sieht, das ist schon... Ja. War ein super Tag. Also es war echt... Es waren so viele Leute, die mit uns gefeiert haben. Das war wirklich großartig. Nur gut, dass Uwe Schmitz seiner Frau rechtzeitig vor der Hochzeit sprichwörtlich den Hof gemacht hatte. Denn nur so hatten die Lkw und Radlager genügend Platz zum Rangieren. Wir haben drei Wochen, also seit Pfingsten, haben wir angefangen zu pflastern. Und waren knapp 1000 Quadratmeter. Und sind am Mittwoch, drei Tage vor der Hochzeit, sind wir fertig geworden. Alles selbst gemacht? Alles selbst gemacht. Dass ihr Polterabend so ausarten würde, daran hat das Paar nicht mal im Traum gedacht. Aber irgendwie waren Uwe und Steffi auch selbst schuld, sagen die Kollegen vom Kegelclub und der Feuerwehr. Ja, das stand eigentlich schon länger fest, als der Uwe die Steffi eigentlich kannte. Ja, er ist tatsächlich, seitdem er seinen Führerschein hat und seitdem er seinen Deutz hat, zu jedem Polterabend gefahren, wo man kippen konnte. Und irgendwann bekommt man es alles zurück, wahrscheinlich auch wir. Ja, wir haben halt jetzt einfach angefangen, ein halbes Jahr vorher zu planen für den Polterabend und haben Dachfang gesammelt und Porzellan und das haben wir halt freudig abgekippt am Wochenende. Eine schöne Ladung voll Glück. Eine Ladung? Es waren mehr als 20. Sowas passiert eben, wenn man so viele Gäste mit dem entsprechenden Fuhrpark hat. Und so erinnerte der Polterkorso schon fast an einen Karnevalszug. Soll es uns an nichts fehlen, wenn unser kleiner Korso für Steffi und Uwe weitergeht mit der Nummer 5, das ist René Dorfstadt. Viele Frauen haben tatsächlich gesagt, oh mein Gott, wie furchtbar. Ich dachte nur so, naja gut, ich mache eh nichts. Also lass sie doch machen. Ich weiß, dass genug Leute kommen, um zu helfen, um es wieder wegzukriegen. Von daher war ich tatsächlich relativ entspannt. Uwe Schmitz hatte ohnehin vor, auf seinem Grundstück einen Hang aufzufüllen. Da kommen ihm die vielen Tonnen Scherben gerade recht. Den Rest wollen die beiden einfach liegen lassen für andere. Denn der nächste Polterabend kommt bestimmt.